Einmal herzlich willkommen zurück zur Folge S22 Karte Fischteil V2 im Projekt 3 PS mit meinem Jay Gamer Moin. und dem Fabi. Hallöchen. Gut. Das war gleich da. Das Problem ist, ich wüsste nicht mal, ob. Sehr schön. Ah, ja. Ob ich da mit dem Drescher reinkomme, das ist meine Frage. Sonst würde ich den vielleicht kaufen. Da gehen 13,2 Tonnen drauf, Leute. Alter. Richtig investieren oder was? Das wären Das 18 Tonnen zusammen. Aber 18. war so traurig. Ich bekomme 2000 Euro für Bastian mit vollen Kipper. Oh shit, Alter. Das ist. Aber du hast viel, oder? Ja. Wir müssen mal unsere Aussaat planen, oder? Hallo? Hohoho. Also, wie kommst du zusammen? Da, ja, genau, stimmt. Haben wir irgendwas da haben wir. Ja, Boah. also, solange ich den nicht hochhebe, den Stamm mit 800 Kilo, dann geht Ja, das. jawohl. Stimmt, hier haben wir ja auch ein Feld zu einer Wiese Hahaha. gemacht, oder? Dann haben wir zwei Wiesen. Eins. Was? 8RX, oha. Jo, moin, ist meiner. Ew. Hab ich geprobt. Dann einmal 20.000 an jeden. Ja, stimmt. Regelverstoß. Könnte ich mir nicht leisten. Pech. Dann wirst du jetzt 20.000 ins Minus gesetzt und der Rest wird uns gut geschrieben. Nüt. Schön, dass es nicht meiner ist. Du hast gerade gesagt, einer, also. Richtig. Gut. Jeder kann sagen, was er will. So. Upp. Junge! Wo ist dieser Schlepper? Ah, Weiß hier. nicht. Job erstellen. CP. Oh. 8,4. Dreimal rund und abgib ihm. Ja, dreimal rund wird, glaube ich, schon zu groß sein. Ja, nee, alles gut. Passt. Das Ja, du. Nebenverdienst, Leute. Ich weiß ja nicht. Was denn? Mit dem Schäfer? Ja, der ist. Für die Paletten ist der vollkommen ausreichend, aber für die Stämme. Wobei, ich glaube nicht, dass ich mit dem anderen besser da dran komme. Das mit dem Abladen vom Hänger ist gleich scheiße. Aber. Die Hubkraft ist schon. Was ist das jetzt? 500, also bis 600 Kilo oder so geht das. Alles darüber, glaube ich, wird kritisch. Ozzy, Okay, ich habe Ozzy, nichts gesagt zu 600 Kilo. was meinst du, Ozzy? Alter. Das Feld ist schon zu 10% abgeschlossen, also die. Gut. Was meinst du, Ozzy, zu der Thematik? Kommt der Drescher oben rein in diesen Anhänger, wo es gerade ein Sonderangebot? Du hast den kleinen Deutz, ne? Jo. Könnte, ja. Ohne Dings da, ich denke, könnte. Ganz knapp. Witzig. Ja, könnte vielleicht gehen, ne? Ja, weil wenn er gehen sollte,
wäre das der wirklich der geilste Shit. Also dann müsste man nicht mehr 20 Die, Mal fahren. Was meinst du? weißt du, was ich halt machen würde? Das Ding einfach mal mieten, einfach mal. Geht ja nicht. Klar, muss Klar, ja du den kannst doch Typ die halt neu mieten. Serienausführung mieten. So, ja. Was kostet denn die Miete? Warte mal kurz. Ja, 1200 Euro. Ja, okay, dann mache ich das lieber, ja. Das stimmt. Bevor du da stehst und es geht nicht, hast du das Geld so in den Sand gesetzt. Dann nehme ich Alter. den jetzt gleich mit auf der Fahrt. Wo ist dieser Anhänger denn? ZDK. ZDK. Das ist eine gute Idee. Ja. Hier, ZDK. Miete 1200 Hey. Euro und los geht's. Was meinst du? Ex. Steht am Händler bereit. Ach, du musst doch nicht mal so weit. Boah, ich weiß echt nicht, ob ich noch was machen soll. Vom Ernter her habe ich da was Tolles für dich Ja, ich gefunden. weiß. Es ist schon wieder ein bisschen blöd, dass du das nicht ins Kilo einschalten kannst. Ja gut, ich sag mal so, das Problem können wir ja auch noch angehen. Ja, ich muss es mir gleich mal ausrechnen, was. Naja, wenn das Ding nicht großartig viel kostet, dann wäre ich sogar wieder bereit, in die Was Pacht heißt, wenn hinein. das nicht viel kostet? Du meinst der Ernte jetzt? Ja. Ich glaube, weiß nicht, auf was ich den jetzt hochgesetzt hatte, weil ich hatte gesagt, der war ein bisschen billig gemacht. 20.000 für einen Vollernter und so. Willst du den Körper jetzt schon verkaufen? Nee, 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 nee. Nur Also. schon reinstellen, wenn das geht, weißt du. Auf 40.000 oder so, dann halt ein Vollernter im Prinzip, der 6 oder 7 Reihen ernten kann. Halt die Schwierigkeit mit dem Überladen auf den Kipper. Warte, warte. Jetzt. Jetzt. Ah ja, ich dachte mir schon. Das könnte wirklich knapp werden. Aber es wäre halt schon ein geiler Anhänger, Alter. Stimmt. Der kann 13,2 Tonnen laden. Bin gespannt berghoch, was dann der ELC sagt. Ich muss aber eine flache Stelle finden. Hier ist doch flach. So. Mal kurz abkoppeln. Das sieht gar nicht so doof aus. Glaube ich. Ja, sollte die Motor mal starten von dem Drescher. Dann kann es auch was werden, ja. Das sieht knapper. Das sieht. Ne, Das sieht mir nicht danach aus. Junge. Ah, ich muss den Drescher zuerst ausklappen fürs Rohr. Oh. Doch, easy. Ah, easy nicht gerade, aber es geht. ne. Ja, trotzdem easy. Doch. Relativ easy, okay. Aber passt. Können wir kaufen. Naja, oben reinschütten geht nicht mehr nachher. Es ist jetzt gemein, wenn ich den Kipper jetzt im Sonderbund jetzt kaufe. Das wäre extra gemein, ja. Biggie, das habe ich ja letztens schon mal getan, ne? Soll ich das dann nochmal tun, einfach? Hast du Freude dran? Mach. Ja, dort wird nicht so Geld dafür. Sicher, ich habe 150.000. Nee, warte, 50.000 Kredite, den ich aufnehmen könnte. Sehr gut, das stimmt. Aber dann könnte ich mir nicht mehr meinen Dings nachher kaufen, wenn ich den wirklich nehmen würde. Halala, wie geht nicht mehr. Uiuiui, jetzt bin ich aber traurig. Ja, oder? Ja, jetzt kann ich gar keinen Kipper mehr haben. Ja, siehst du?
Trauriger Topf. Oh, ich habe 86% der Dings da fertig gemacht. Ja, wirklich. Junge! Brauch kurz starken Bauer. Wieder. Toppi, du benutzt das am meisten in diesem Projekt. Schweig. Okay, passt. Stell doch ab, du Idiot! Ah, bremst, 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 bremst. Was hat der Schäfer denn für Bremsen? Sind da überhaupt welche verbaut? Ja, das sind die besten hier. So, dann schmeißen wir noch den restlichen Weizen auf den Mietkipper. Wir haben ja nicht für nichts gemietet. €1.200 in die Luft geschmissen. Naja, wäre es nicht gegangen, dann hätte ich mehr verbuckt. Rechnen wir einfach, als hätten wir nichts mehr an Weizen drin gehabt, dann kommt es aufs Gleiche raus. Der ist ganz schön leicht. Du So. bremst ja nur auf der Hinterachse. So. Dann hier. Ja, so, perfekto. F. Sü. Dann. Oh oh. Ist denn mit diesen KI-Fahrzeugen hier los? 96% abgeschlossen. Die Mission. Oh no. Gleich abgeschlossen, diese Mission hier. Perfekto. Los. Hey. So, haben wir hier nicht schon die Mission durch oder was ist die Sache? Jo, muss nichts mehr machen hier. Abgeschlossen ist abgeschlossen. 2.100 € mitgenommen. Ich habe ja den Dings doch nicht gebraucht. Den. So, Feld 109. Ach, das ist ja hier hinten gleich. Muss da überhaupt zuklappen? Nee. Wenn ich schon mal rüberfahren hier. Abmarsch. Irgendwie so das Gefühl, dass die Bäume größer werden. Nicht Bäume werden kleiner. größer. Oh, das ist Feld 110, das ist doof. Dürfen wir nicht rubbern. Weißt du, gut, die Bäume größer werden oder nicht? Ja, an sich schon, aber da kann ich sowieso nichts reinschmeißen. Und zweitens, desto größer die werden, desto schwerer werden die leider auch. Ja, ist ja auch gut. Ja, aber wenn dann das untere Stück, das muss ich dann so kurz schneiden, damit der Schäfer das noch. Ist auch geil, Alter. Für 3 Hektar geben die mir ein 8X, Alter. Ist auch mega. So, der ist angekommen. Oh, der kippt immer zur Seite aus. Okay, interessant.
Anhänger zurückgeben, zurückgeben. Gut. Dann können wir den zum Händler fahren lassen. Lassen fahren tun. Alter Schwede. Aber gut, mein Freund, ich würde sagen, das war's für meine Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt da auf jeden Fall 6 Wochen bei. Bis dann, Traum auf den Tag und ja, ciao. Tschüss.